Hey, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Ariel. Und zusammen sind wir Legion Dario. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek! Über die Jahre haben wir ja bei Filmgeek schon so einige Abklatschfilme aus so einigen Ländern vorgestellt. Aber heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Denn scheinbar waren die 70er und die 80er die goldenen Jahre der türkischen Blockbuster-Kopieindustrie. Es wurden hier viele erfolgreiche Filmkonzepte aus Hollywood übernommen, nur mit... Naja, halt leicht reduzierter Qualität. Neulich haben wir euch ja schon den türkischen Rambo vorgestellt, aber es gibt da so einiges mehr. Heute geht es nämlich um den türkischen Superman. Jay. Oh, whoopsa, sorry, das war ja der persische Superman. Ich meinte natürlich den türkischen Superman. Witzig! Vergiss auf jeden Fall auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn das wird nicht der einzige türkische Abklatschfilm sein, den wir uns vornehmen werden. Alright? Alright, let's go. Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dieser 1979er Film ist ein wahres Prachtstück. Was, ihr glaubt mir nicht? Vielleicht ändert ihr ja eure Meinung, nachdem ihr das hört. Laut der Website IMDb wurde dieser Film nämlich innerhalb einer einzigen Woche gedreht. Warte mal, was? Was steht hier wirklich? Zum Vergleich, für den letzten offiziellen Solo-Superman-Film Man of Steel aus dem Jahre 2013 hat man fast 6 Monate für den Dreh gebraucht. Ihr merkt also schon, diese türkische Superman-Produktion war wirklich extrem effizient. Hollywood sollte sich echt ein Beispiel daran nehmen. Aber na gut, schauen wir uns doch erst einmal das vielversprechende Intro an. Wir schauen in die Ferne des Universums. Also das oder wir schauen uns gerade die Weihnachtskugelabteilung bei Ikea an. Bin mir da gerade noch nicht ganz sicher. Als nächstes dann das klassische Superman-Logo, dezent unsauber ausgeschnitten. Dann kommen erstmal die Credits, bevor der Film beginnt, damit auch ja niemand abschaltet. Was man übrigens auch auf IMDb nachlesen kann, ist, dass scheinbar der gesamte Film ohne Ton aufgenommen wurde, weshalb auch alles, was wir in diesem Film hören, nachvertont werden musste. Umso mehr muss man sich also fragen, warum diese Vögel so verdammt laut sind. Das ist übrigens unser Hauptcharakter, Clark Kent. Ich meine natürlich Typhoon. Sorry, mein Fehler. Und dieser kommt allem Anschein nach gerade von seinem letzten Schultag nach Hause. Yep, dieser 30-jährige Mann hat scheinbar gerade erst die Schule abgeschlossen. Ich glaube euch. Nachdem Typhoon seiner Mutter erzählt, dass er riesigen Hunger hat und seinem Vater erzählt, dass er gerne Journalist werden möchte, erzählen ihm seine Eltern, dass er eigentlich nicht ihr Sohn ist und dass sie ihn in einem raketenähnlichen Objekt im Garten gefunden hatten. Ach so, und einen Stein haben die gefunden. Also bei ihm, nicht einfach random irgendwo. Wir bekommen nun an dieser Stelle das erste Mal ein sehr komplexes Stilmittel zu sehen. Und zwar nämlich eine besondere Schnitttechnik, die wir in diesem Film des Öfteren zu sehen bekommen. Die sogenannte verwirrende Random-Schnitttechnik. Ist ein echter Hingucker. Als Typhoon den Stein hält, ist es erstmal so komisch dunkel. Dann leuchtet der Stein auf seiner Handfläche liegend. Auf einmal hält er ihn in seinen Fingern und es ist hell. Dann liegt er wieder auf seiner Handfläche. Wie gesagt... ist komplex. Achso, und manchmal wird einfach random deep in sein Gesicht gezoomt. Es gibt keinen Grund dafür. Es passiert einfach. Was auch voll merkwürdig ist, ist, dass Typhoon meinte, dass er extrem Hunger hat, als er nach Hause kam. Aber auf einmal hat er diesen Plan anscheinend verworfen und stopft ungeduldig seinen Koffer voll mit Klamotten, um dann abzuhauen. Wohin? Naja, das ist ziemlich unklar. Selbst am Ende des Films weiß man das irgendwie nicht so richtig. Immerhin gibt ihm seine Mom ein fettes Lunchpaket mit und dann geht er einfach. Ohne auch nur einen einzigen Hauch von Emotionen zu spüren. Der Typ ist kalt, Mann. In einer Höhle trifft er dann auf seinen leiblichen Vater aus der Vergangenheit und dieser erklärt ihm, dass er Superman ist. Ach krass, ist das etwa eine besondere Höhle, in der er seinen Vater trifft? Nee, ist einfach eine random Höhle, in die er reinläuft. Sein Vater ist da nur, weil er den Kryptonitstein sehr ungekonnt vor sich wirft und der dann random explodiert und sein Vater dann erscheint. Ich versteh's auch nicht. Okay, ist das ein Geist? Oder lebt sein Vater plötzlich? Ist doch jetzt egal, Mann. Typhoon hat plötzlich einen Anzug und kann fliegen. Auch hier, null Emotionen der Typ. Interessiert ihn gar nicht, dass er Superman ist. Er lebt gefährlich, er fliegt gefährlich. Nee, ernsthaft, er fliegt viel zu nah neben diesem Speedboot. Was machst du da? Dann gibt es erstmal das obligatorische Bild einer türkischen Flagge und dann gibt es, glaube ich, einen Zeitsprung, weil plötzlich sehen wir hier diese Bösewichte, die den Stein haben wollen. Und da fragt man sich erstmal, woher wissen die überhaupt von dem Stein? Der war doch die ganze Zeit bei den Eltern. Dann finden wir plötzlich heraus, dass irgendein random Professor den Stein hat und dass sie ihm den abnehmen wollen. Auch da, was? Warum hat er den plötzlich? Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es hier einen Zeitsprung gab, aber es gab halt nie irgendwas, was uns darauf hingewiesen hätte. Kein 2 Jahre später Titel oder sonst was. Das ist einfach plötzlich so und Typhoon arbeitet dann auch schon plötzlich als Journalist. Hä, wann ist denn das passiert? Auf jeden Fall bekommen wir dann als nächstes zu sehen, dass zu Typhoons Fähigkeiten dazugehört, auf einer Schreibmaschine zu tippen, ohne dabei seine Finger zu benutzen. Cool, glaube ich. Und dann treffen wir auch schon auf Lois Lane. Ich meine natürlich auf eine komplett andere Person namens Aleph und diese wird, während sie mit dem Auto unterwegs ist, entführt. Währenddessen hat sich Typhoon entschieden, dann doch wieder mit
den Fingern zu tippen und er macht sich auf den Weg, um Aleph zu retten. Und auch hier wieder ohne Emotion. Alter. Sie ist mittlerweile ans Lenkrad gefesselt. Warum sie bewusstlos ist, erschließt sich aus dem Film nicht. Sie wurde nämlich nie geschlagen oder betäubt oder so. Aber das interessiert schon längst nicht mehr. Auf jeden Fall hauen die Gangster ab und Superman muss verhindern, dass Aleph mit dem Lastwagen in den Tod rollt. Doch wie wird Superman den Lastwagen aufhalten? Hebt er ihn in die Luft? Stellt er sich davor und bringt den Wagen mit seinen bloßen Händen zum Stillstand? Fast, er steigt einfach in den Wagen ein und bremst ihn. Ziemlich unspektakulär. Aber die schlauste Lösung, wenn man mal darüber nachdenkt. Der Typ ist scharfsinnig, macht sich die Hände nur so schmutzig, wie es sein muss. Gefällt mir. Als Aleph wach ist, verlässt er sie wieder. Okay, und wozu das dann alles? Ich meine, jetzt ist sie doch wieder alleine unterwegs. Im Office wieder angekommen, da... Naja, wie soll ich das sagen? Schaut einfach selbst. Absolut weirde Szene und auch komplett unnötig. Diese Frau sieht man im gesamten Film nie wieder und von den Fähigkeiten macht er auch nie wieder Gebrauch. Der Professor, Alephs Dad, der den Stein aus unerklärlichen Gründen ins Museum gebracht hat, wird überfallen und dann wird Aleph am Telefon von den Bösewichten erpresst. Die Gangster drohen unter anderem damit, dass ihrem Vater schlimme Dinge widerfahren, wenn sie irgendwem von der Entführung erzählt. Eine schwierige Lage also, dass es für den Vater schlimm enden könnte, wenn er... Und sie hat so nicht zu zögern ihren Kollegen gesagt. Nice. Sorry, Dad. Typhoon aka Superman taucht dann bei den Bösewichten auf und nimmt alle auseinander. Eine Pistole wird auf ihn gefeuert. Easy, er fängt die Kugel mit der Hand auf und ist unverletzt. Ein Messer wird ihm in den Rücken gerammt. Easy, das Messer bewegt sich und er bleibt unverletzt. Ein Typ schlägt ihn mit einem kaputten Holzstuhl? Genau, ihr habt es geahnt. Er fliegt nach hinten und explodiert. Wait, what? Dann landet er unter der Guillotine und überlebt natürlich. Natürlich! Als wäre nichts gewesen, chillt er dann wieder in der nächsten Szene auf der Arbeit und gesteht Aleph seine Liebe. Aber die schickt ihn straight in die Friendzone, weil sie nur Augen wie Superman hat. Typisch. Manchmal muss man auf die schauspielerischen Details achten. Aleph bekommt einen Anruf, wie immer von den Bösewichten, aber sie scheint den Anruf zu erwarten, denn sie schaut aufs Telefon, bevor es klingelt. Und irgendwie hört man die ganze Zeit im Hintergrund unangemessen laut das Tippen von Schreibmaschinen, dafür, dass niemand tippt. Eine Sache muss man diesem Film zumindest lassen. Neben dem Superfilm-Thema bleibt dieser Film wenigstens originell. Er verwendet ganz eigene Elemente und muss sich nicht auf Außenstehende... Ist das James-Bond-Musik? Wieso, türkischer Superman? Wieso? Jedenfalls steckt Aleph in Schwierigkeiten, wieder gekidnappt, aber diesmal hat Superman dazugelernt. Denn statt ihr hinterher zu fliegen, nimmt er dieses Mal gechillt das Auto. Er ist zwar langsamer, aber hey, schont die Ausdauer. Aleph verwirrt die Übeltäter dann mit diesem unnormalen Trick und dann beginnt eine Verfolgungsjagd, in die sich dann auch Superman einmischt. Da gibt es krasse Kampfszenen, diesen krassen Flugangriff von Typhoon, dann diesen unglaublichen Steinwurf und natürlich auch der Superman-Schlag, der diesen Typen in den Baum befördert. Das Problem ist dann eigentlich schon gelöst, als der vermeintlich letzte Bösewicht von der Brücke fällt und Aleph ihren nächsten dramatischen Einsatz hat. Aber nein, Aleph fährt daraufhin schon wieder alleine Auto und wird überfallen. Okay, es reicht. Wie oft soll das denn noch passieren? Typhoon muss sie dann wieder retten und kassiert dann wieder, fragt nicht warum, befreit sich jedoch dann und enttarnt sich vor Aleph als Superman. Krass. Im Endeffekt kann Typhoon aber dann doch den Endboss erledigen, bricht dann mal eben schnell Alephs Herz und verschwindet auf dem Weg nach Krypton wieder in die Weihnachtskugel. Immerhin gibt es am Ende keine Credits mehr. Am Ende des Filmes muss man sagen, dass wir immer noch nicht verstanden haben, was Typhoons Plan eigentlich war. Wollte er als Journalist arbeiten? Wollte er nach Krypton zurück? Wollte er mit Aleph sein? Wollte er mit seiner Mom vielleicht Mittag essen? Gab es irgendeinen Plan oder ist vielleicht einfach alles irgendwie passiert, weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte und zufällig da war? Das weiß er wahrscheinlich selbst nicht mal. Falls ihr denkt, dass das ein schlimmer Abklatschfilm war, dann checkt mal das hier ab. Türkischer Rambo, mittlerweile mit seinem Girl unterwegs, muss dann an einem Fels entlang klettern. Das Girl muss dann springen und er muss sie hochziehen. Er hält sie hier doch überhaupt nicht fest. Er präsentiert uns nur seinen Bizeps. Wir haben darüber ein ganzes Video gemacht, also falls ihr das Ganze sehen wollt, dann klickt einfach hier oder den Link in der Infobox. Oder ihr checkt die neueste Podcast-Folge. Hier ist ein Clip. Ich weiß auch noch einmal, du warst, glaube ich, im Bad oder so und deine Mom ist auch vorbeigekommen. Und ich weiß nur noch, wie ich da saß, auch mit Lee, die als Ariel verkleidet, also halbnackt einfach auf deiner Couch saß. Und deine Mom kommt vorbei und sie so, oh, Entschuldigung, geht wieder raus. Dann lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt. Und abonniert diesen Kanal mit der Glocke aktiviert, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, how to reason, peace.